Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video auf diesem Kanal. Heute zeigen wir euch, wie ihr ein Andalusia Rapfohlen repaintet. Hier findet ihr alle Materialien, die ihr braucht. Und in der Infobox sind auch noch mal ein paar verlinkt. Und jetzt viel Spaß beim Video. Bevor ihr anfangt, das Pferd mit der schwarzen Farbe anzumalen, solltet ihr es weiß grundieren. Versucht es so anzumalen, dass keine weißen Lücken mehr zu sehen sind. Jetzt bemalt ihr die Hufe. Als allererstes mischt ihr euch für den dunklen Huf einen graubraunen Ton an. Dann mischt ihr euch aus Pastellkreidepigmenten einen etwas dunkleren Farbton an und tragt diesen von unten nach oben auf. Lasst allerdings zwischen dem Huf und dem Fell etwas Platz. Nun mischt ihr euch für die hellen Hufe einen cremefarbenen Ton an. Denn wenn die Beine des Pferdes ein Abzeichen haben, sind die Hufe in der Regel cremefarben. Die Schattierungen der hellen Hufe macht ihr in einem etwas dunkleren, creme- oder braunfarbenen Ton. Wir haben uns auch dazu entschieden, dass unser Fohlen ein Kopfabzeichen haben soll, und zwar eine Blässe. Dazu braucht ihr einfach weiße Acrylfarbe. Mit hellgrauer Pastellkreide haben wir die Beine mit den Abzeichen, den Bauch und das Maul schattiert. Wenn ihr fertig seid und wollt, dass die Farbe gut hält, sprüht ihr am besten Mattlack auf das Pferd.
das ist das Ergebnis. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Jetzt blenden wir noch ein paar Fotos durch.